Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem ganz, ganz, ganz krassen Video. Und zwar, wir hatten eine Zukunftsepisode in Polizei vs. Dieb und jetzt wird es Zeit für eine Alltimer-Episode, Leute. Dafür haben wir hier den Alltimer-Benz, Leute. Dann haben wir hier, das kann man auch schon zu Alltimer nennen, Leute, so einen alten, geilen Benzer, Leute. Richtig, richtig nice, Leute, aber mit innen schönem Interieur, muss man ehrlich sagen. Und dann haben wir hier einen richtig geilen BMW, bisschen oldschool, schön getuned, richtig geile Fahrzeuge, Leute. Ich hoffe, sie gefallen euch und wenn ja, dann lasst jetzt ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocken, denn die Polizisten sind zwar nicht alt, aber verhalten sich wie alte Opis, denn sie sind nicht mehr die schnellsten, nämlich Army und Sue. So, der Typ hat ein Auto geklaut. Warum liegt der am Boden und der am Boden? Ja, weil jetzt liege ich auch am Boden. Ich würde sagen, liebe Polizisten, steigt mal erstmal in eure geilen Oldtimer-Benzers. Ja, heute mit schön SL500 aus dem Jahr 1992, Alter. Wann ist ein Auto Oldtimer? 30 Jahre, gell? Oder 35? Dann bist du ja auch ein Oldtimer. Ich bin weit nicht mal über 35, meine lieben Damen und Herren, aber ich würde sagen, liebe Polizisten, macht euch lieber mal auf den Weg, schön auf Routinekontrollen, denn ich werde jetzt alle Autos klauen. Let's go! Los geht's! Es gibt Schlägereien, Jungs, Schlägereien! Warte mal. Ich nutze das Ganze nur zur Ablenkung! Nein, Rosa, den Trick hast du mir schon erzählt. Ja, er kann. Bleib nur, wenn du in der Nähe bist. Ja, wenn. Aber außer bei Riot-Schlägereien. Es gibt alles außer bei Riot-Schlägereien passieren verschickte Sachen, meine lieben Freunde. Deswegen ist alles in Ordnung, sag ich euch ehrlich, wie es ist. Ich hab eine Idee. Aha. Bist du einer von denen? Warte. Ja, vielleicht. So. Ich greife jetzt auf. Hey, du musst pro Knockout nach 5 zählen. Ja, hey, er ist eingestiegen, Jungs, ich bin eingestiegen mitten aus der Schlägerei. Jungs, oh mein Gott, ich klaue einen OP-Benz. Okay, meine lieben Damen und Herren, wir müssen jetzt uns mal kurz konzentrieren, denn wir haben hier eine kleine Schlägerei gehabt. Diese Schlägerei haben wir genutzt, um ein Fahrzeug kurz in Gewahrsam zu nehmen. Und jetzt müsst ihr euch abhängen. Er biegt links ab. Aha. Falsch. Nein! Alter! Wie gut hast du meinen Reifen getroffen? Aber du warst doch voll seitlich am Stehen. Digga, ich hab mich. Wo ist er? Geradeaus, weiter, ihr folgt mir. 10. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er biegt links ab hier? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dein Auto ist bei mir so verbuggt. Ja, es wird unsichtbar, gell? Ja. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Er ist hier runter, die Brücke runter. Nein, bin ich nicht, Jungs. Wirklich. Nein, da bin ich echt nicht, Jungs. Nein, wirklich. Das war ich nicht, Jungs! Er macht Jump. Aber er fällt nicht ins Wasser da hinten? Ich bin ins Wasser gefallen, Jungs. Der eklige. Bist du wirklich ins Wasser gefallen? Ja, ja. Verdammt. Ah! Jungs! Alter, eure Autos sind. Jungs, eure Autos sind OP! Man sieht die nicht, die erscheinen einfach! Bro, ich. Ey, das ist genau gerade dasselbe. Ami, wir haben uns doch an der Kreuzung gecrashed. Bro, ich sehe eure Autos nicht, dann erscheinen die. Was. Oh, was? Nee, er hat keinen guten Jumping gemacht. Sehr gut. Oh mein Gott. Bro, was für ein. Was habt ihr heute für Cheating Oldtimer, Jungs, eigentlich? Die Polizei war korrekt zu uns. Ja. Okay, das Ding ist, ich kann nach hinten gucken, ich werde euch nicht mal. Oh mein Gott, ciao, Jungs. Oh mein Gott! Nein, vorbei, Jungs, vorbei. Wo ist er? Ach, da hinten ist er noch, immer auf der Autobahn. Jungs. Was denn? Jungs, alles gut. Das Ding ist, eure Autos sind irgendwie so unsichtbar, ne? Also for real. Ich muss echt aufpassen. Ich sehe euch erst, wenn ihr so wirklich nah an mir seid. Das ist echt ein krasser Handicap heute in der Oldtimer Challenge. Aber ich glaube, ich sag euch ehrlich, ich bin guter Dinge, dass ich, was redest du? Wo siehst du mich denn? Wo bin ich denn? Komm, erzähl. Erzähl mal. Ich seh ihn. Mhm. Ich seh ihn, Alter. Ich hab ihn und du bist verhaftet. Okay, ich bin weg, oder? Oder kommt ihr hinterher? Okay. Das Ding ist, ich kann das gar nicht einschätzen, weil... Ja. Weil vorhin... Du aber.
Armin ist die ganze Zeit so. Ja, Bro, wo ist er? So, ich hab gesucht, ich hab grad gesucht, Digga. Ich hab gedacht, hätte ich irgendwo gesehen, das war ein anderes grünes Auto. Ich bin weg. Ich bin ausgestiegen, Jungs, schon abgehauen. Also, ich bin dort vorbeigejumpt. Ich hab übelst den coolen Jumper auf die Dinger gemacht, auf die Schienen und alles drum und dran. Aber, Jungs, ich bin, glaube ich, entkommen. Und damit ist das erste Auto durch eine Frauenschlägerei geklaut worden, meine Lieben. Let's go zum nächsten. So, meine Lieben, also ich find's immer geil. Es ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man beim ersten Auto direkt es klaut, ohne dabei erwischt zu werden. Ich muss auch sagen, das Auto war echt stark. War echt gutes Auto. Ich war schnell. Und ich bin echt sehr zufrieden damit gewesen. Also, for real. For real. Das ist doch schön. Das ist Kerry jetzt immer noch. Das bringt dir nichts. Du hast noch zwei Autos, die du klauen musst. Denkst du jetzt, du bist cool oder was? Nee, das Ding ist, wir fangen jetzt an mit dem Diebstahl, ne? Wisst ihr, wie ich meine so? So, Jungs. Also, fangen wir an mit einem kleinen Spiel. Und zwar spielen wir das Spiel Oldtimer oder Newtimer. Das eine ist ja ein bisschen. Nein. Was? Rustig, ich weiß genau, was du vorhast. Was denn? Sag ich nicht. Ich weiß jetzt genau, was du vorhast. Okay. Wo seid ihr eigentlich? Erzählt mal ein bisschen so. Ich bin da hinten am Parkplatz. Da sind einige Menschen. Mhm. Okay. Mir reicht so. Eins. Okay. Keiner gestorben. Okay, naja, nicht. Manchmal muss man ja auch nicht sterben, so weißt du. Vielleicht ist da wieder irgend so ein Tier oder so. Sag mal ehrlich, eins, ein Tier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist so eine Frau ganz merkwürdig, ich muss das auch riskieren. Die geht ganz komisch, Bro. Die geht ins... Nee, das ist sie nicht, das ist irgendein NPC, safe. Da sitzt jetzt jemand im Auto drin, Bro. Ja, okay, soll ich aussteigen oder nicht? Beifahrer. Jungs. Okay, warte, Armin, wenn du da bist. Warte mal, bleib mal hier bitte, hier. Mhm. You had it all. Ich guck mal unten nochmal. Okay, so, also was machen wir jetzt eigentlich, ne? Wir haben eine Frau, die sitzt da jetzt im Auto, ne? Stimmt's? Ja. Und der Chef, da würde ich jetzt einfach plötzlich einen Mann kommen, die Frau aus dem Auto rauswerfen, selber einsteigen. Ich weiß nicht, und, was du gerade vorhast. Und in Wirklichkeit bin ich das. Guck mal jetzt. Achtung, ich werfe jetzt die Frau raus. Zack, steig selber ein. Batz und fahr weg. Nein. Wieso nicht? Guck mal, und jetzt steigt sie raus. Hä? Und jetzt werft sie ihn raus. Was passiert da? Aber jetzt warte, jetzt kommt der Clou. Er steigt wieder raus, wirft sie raus. Hä? Hä? Guck mal hier oben, Sio, guck mal hier oben. Was? Es war so klar. Ich bin durch jeden Busch gegangen, hab Carry gedrückt. Ah! Oh mein Gott, ich bin... Digga, warum bist du da? Woher? Digga, ich spiel da rum mit meinen NPCs. Er schleicht sich hinter mich dran. Lacht. Digga, das kann doch nicht sein, Alter. Ein Leben weniger, ohne dass ich es gerafft habe, Freunde. Was war das denn? Digga, GG. Ja. Okay, Susie. Okay, ich habe ein Auto geklaut, ein Leben weniger. Ich habe noch zwei Leben und zwei Autos. Deswegen, Leute, let's go. So, Jungs, ich sag euch ehrlich, es ist wieder Zeit für eine neue Episode. Ich find's schade, Sue, muss ich ehrlich sagen, dass du diese Frau da erschossen hast. Also wirklich. Hab ich doch gar nicht. Ach so, das war ich. Ja, wegen Komplizen. Ja, ja, aber das Ding ist, ich find's halt schade, weil ich fand eigentlich das die ganze Zeit voll cool. Jetzt werde ich natürlich nicht mehr in der Position stehen, wo Armin das Ganze gesehen hat, aber ich fand trotzdem die Animation cool, wie die sich immer gegenseitig rausgeschmissen haben. Muss ich ganz ehrlich zugeben, einfach. Also sagst du, du würdest nicht noch einmal so eine Faxen machen doch, mit uns? Doch, genau, das würde ich dann nochmal machen, weißt du? Drei. Ja. Problem, er hat es schlau gemacht und das mittlere Auto genommen. Das ist voll nervig, jetzt immer hin und her fahren zu müssen. Ja, logisch, Jungs. Logisch. Das ist ja auch irgendwo was Wichtiges. Du hast einen IQ von 7,3. Er ist rein! Welches Auto? Nee, doch nicht. Eins. Nein. er ist rein. Bro, ey, ist auf den Trick gefallen. Nein. Ey, hier sind irgendwelche Container. Was ist das? Containers? Ach, Rampen sind das. Er macht mit Rampen, der Ehrenlose. Was hat er vor? Immer rüber zum anderen Auto. Was passiert denn da? Jungs, wisst ihr, was auch ein gigantischer Nachteil ist? Da hinten ist aber auch eine Rampe. Okay, wisst ihr, was auch ein gigantischer Nachteil ist an euren Autos? Wenn ihr damit fährt oder sonst was, sehe ich euch auch nicht, wenn ihr nah am Fahrzeug seid, sehe ich euch. Wenn ihr dann wegfährt, ist es wie unsichtbar. Ach
Es ist wie unsichtbar, weißt du? Ja, okay. Das ist echt. Also willst du damit sagen, dass wir cheaten? Nee, das nicht, aber. Das ist nicht, aber. In den Gebüsch drin oder so? Ich guck mal ganz kurz. Willst du damit sagen, dass du eine Heulsuse bist oder was? Nee, das bin ich schon. Er ist rein ins Auto! Digga, ich dachte, ich time das so, dass du genau rausfährst. Okay, ich schieß auf deine Reifen. Oh Gott. Ich schieß auf deine Reifen. Bro, wie schlecht ist das Auto? Wie schlecht ist. Oh Gott. Egal, ich schaff das. Ich schaff das. Und ciao! Nein. Er ist stecken geblieben. Bin ich das? Und habe ich den perfekten Jumper gemacht? Oh mein Gott. Oha. Ich bin einfach an der Brücke links runtergefahren, dass eine Straße direkt dahin führt. Digga, wieso? Ey, neben mir ist jetzt eine Leiche. Neben mir ist eine Frau, die ist gestorben. Ja. Nein, Jungs, Ich hab ihn, glaube ich. Jungs, ist. Nein, ich hab nicht genug. Wieso brennt mein Auto schon? Sein Auto brennt! Wie schnell brennt mein Auto? Und weg mit der Schrottkiste! Ja, okay. Ja? Statement? Was ist denn mein Statement? Warum bist du so schlecht? Ja, das Ding ist, das Auto ist ja explodiert, aber. Ja, ich bring das Auto mal wieder zurück. Aber ja, warte mal, aber ihr habt mich ja nicht gefangen. Ja, Digga, du bist im Auto explodiert. Nein! Ich bin rausgejumpt! Nein, das war schon immer so. Nein! Kaputt geht, natürlich. Ja und? Wir haben auch. Du hast doch damit das Auto kaputt gemacht. Ja, aber wir hatten auch. Ja und? Ihr müsst mich ja fangen, nicht das Auto. Nein. Ey, Bro, wie oft hatten wir so Situationen, wo das Auto abgestellt wurde, der Mensch schon geflohen ist? Kann ich mich nicht daran erinnern, keine Ahnung. Ey. Auf deine Community, das Format funktioniert nicht so. Ja doch, ihr habt mich nicht erwischt. Ich bin weg. Ich bin rausgejumpt, Ami ist zum Auto gefahren. Ich bin aber so rausgejumpt, dass ich auf dem Gegenverkehr war. Und dann konnte ich einfach fliehen. Ja. Und Ami hat sich komm, lass ihn noch auf Leben da. Ja, nein, ihr müsst da. GG, Jungs, ihr kriegt mich nicht. Boom! So, Leute, ich hab mich auf jeden Fall versteckt. Ich hoffe, ihr seid ready. Diesmal werde ich dich komplett kalt machen. Ja, ready. Gar nicht, sagst du, ja? Dein Punkt Guck mal, das Ding ist. Ey, was für Punkt? Ich habe keinen Punkt bekommen. Was redest du wieder vom Punkt? Kein Punkt abgezogen. Eins, zwei. Ja, okay, kein Punkt abgezogen. Wie ist das? Ja. Okay, er hat nicht drauf reagiert. Ich glaube, dann könnte es auch wieder sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Schwierig. Ich weiß nicht, ob er das rote Auto wieder nehmen wird. Okay. Er ist drin! Oh mein Gott, hast du gerade den Opa vor dir abgeschossen, da drin saß? Ja! Oh mein Gott, ich hab ein bisschen als Fahrer und mich als Beifahrer einsteigen lassen. Oh mein Gott, aber ey, ich muss ehrlich sagen, ich hab gerade ein bisschen gehofft, dass ihr den NPC noch überleben lässt, aber das war ja übelstes Timing. Oh mein Gott. Ey, Junge. Ey, Armin, du hast gerade einen von der Tourenfamilie getötet, das weißt du schon, oder? Ich distanziere mich davon. Ich habe nichts zu tun. Ey, warte mal, kannst du mir kurz erklären, was du gerade gesehen hast? Ich habe gesehen, wie zwei gleichzeitig eingestiegen sind und dann habe ich, wollte ich auf die Reifen schießen. Mhm. Und dann ging es los schon. Ja, aber hast du den Opa erwischt oder nicht? Ich habe es nicht gesehen. Wo ist er? Ich bin weg. Oben. Jungs, das Ding ist, ich sehe eure Autos erst, wenn ihr wirklich mich gefühlt rammt. Das ist halt echt. Oh nein, ich glaube, er ist weg. Ich sehe noch. Nee, er liegt. Er ist genau hinter mir wahrscheinlich. Und gleich, wenn ich irgendwo crash oder so, erscheint dieser scheiß Oldtimer-Benz, der irgendwie nur erscheint, wenn er da ist. Bro, das ist schon echt eine gruselige Folge, muss ich sagen. Er ist geradeaus einfach nur. Er ist rechts abgebogen. Er wieder gecrashed? Wo bin ich gecrashed, Jungs? Autobahn. Hey, wo ist der hin? Die Autobahn, torkel mich. Oh mein Gott. Mann. Digga, ich sehe dann irgendwann mal so einen Schatten anfahren und dann erscheint erst das Auto. Hinter mir, Verzeihung. Ich hab erst jetzt realisiert, dass das unser Plan war. Nein. Hey, ich komm gleich hinterher. Wo ist der? Was war das denn? Oh. Das hab ich auch gesehen, was war das? Da ist ein NPC von oben in mich gecrashed! Er ist in diesem Tunnel. Er nervt halt voll mit seinem. Oh mein Gott, er ist dagegen gekommen. Der ist da oben! Jungs, ihr könnt über alles reden! Jungs, ey! Ey, Jungs, wir können über alles reden! Alter, ihr habt trotzdem meinen Reifen platt geschossen. Ja, okay, ich bleib jetzt auf dem Dach einfach und chill mein Leben, okay? Er ist runtergejumpt. Nein, bin ich nicht. Ich bin immer noch. Er fährt gerade, ich bin hinter ihm.
Was redest du? Wie er bist du? Er ist am Live-Event da davor, gleich links. Er fährt am Live-Event vorbei. Ich komme von der anderen Seite. Nein, 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 er hat mich doch gesehen, wie ich hier reingefahren bin. Ey, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Ey, also, ich sag euch ehrlich, irgendwas stimmt hier heute nicht in dieser Folge. Erstens, ihr habt unsichtbare Autos. Zweitens, springen mich NPC-Autos an. Das hab ich ja gar nicht verstanden. Ich dachte, Sio kommt runtergeflogen, dann ist Sio doch kein SUV. Ich war auch gerade so maximal verwirrt. Ich so, wer? Okay. Jawohl, stark. Gut so. Warte, ich hab gerade guten Lauf. Er ist auch gecrashed. Woher? Scheibenkleister, Rustik. Nein! 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 Jungs, entspannt euch doch mal ein bisschen. Schnell! Jungs, was geht ab eigentlich? Ich lass dich hier nicht raus. Jungs, alles gut? Er brennt. Alles gut. Hände hoch. Hände hoch. Ah! Ah! So, erstmal einen Poppes hier reinschießen. Ah! Ey, Ja, okay, ich brenne, GG. Ja, okay. Ein Auto weniger, ein Leben. Oh, nice! Selbst gesprengt, edgy bitch! Ey, ich hätte einfach auf dem Dach bleiben sollen. Ich weiß nicht, wie ihr mich bekommen habt. Ihr cheatet einfach. Let's go, Leute. Ein Leben! Ein Leben, zwei Autos. Ich krieg das hin. So, Jungs, ich bin ready. Ich bin ready. Let's go, mein Statement dazu, dass du keine Chance. Digga, was sagt okay. Der dazu, dass beim BMW voll abgeht eigentlich? So mit den ganzen Frauen, ihr habt gar nicht so ein Statement. Ich predikte, der ist oben an dieser Garage, also. Mhm. Da, wo ich ihn das erste Mal, wo ich ihn mäßig geschnappt habe, ohne dass er es gemerkt hat. Ich wette mit dir, der ist da. Das Ding ist, wir müssen einmal klatschen hier, dann haben wir ihn. Ey, wirklich, dann hat er nur ein Auto. Ja, okay, Jungs, alles gut, entspann dich mal ein bisschen. Okay, Digga. Wir wollen uns vielleicht nicht entspannen, schon mal daran gedacht? Ich wollte nur sagen, dass es jetzt geht's richtig ab, Alter. Woo! Jetzt geht's los. Schön, zeig, Landung. Ja, wie der Helikopter. Landung. Ja, er hat den Helikoptertrick von mir das letzte Mal. Landung, jetzt lande ich aber. Jetzt lande ich aber! Mit dem Heli lande ich! Wer wieder vor? Ey, der hat mich fast getroffen. Geh auf die andere Seite, Bro. Digga, wie findet ihr mein Helilander? Was finden wir? Digga, ich krieg kein Damage. Bryce, willst du da kein Damage kriegen, weil ich bin der im Heli. Wuhu! Ja, hab ich dich jetzt. Nein, zählt nicht. Bro, das zählt wirklich nicht. Er hat das Auto! Ach was, er ist bei dir. Ja. Bro, ich hab mich selbst dupliziert, mich in Heli gesorgt, dass er nicht zerstörbar ist. Dass ihr wirklich denkt, ich bin da im Heli. Ey, das ist Cheaten. Und wenn jetzt alles nach Plan läuft, könnt ihr einen schnellen Flitzer machen und dann... Ey, das ist Cheaten, da könnt ihr mir sagen, was... Wieso ist das Cheaten, Bro? Ja, weil ich dreimal den Kopf geschossen habe. Ja, aber ich war ja nicht... Ich war ja nicht im Heli. Das ist er nicht. Ja, aber dadurch, dass du so abgelenkt warst und die ganze Zeit geaimt hast, konnte ich den Ben schön klauen, Bro. Das war doch das Ding. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Oh mein Gott! Was macht er? Oh mein Gott! GG, Jungs. Also, auf Wiedersehen. Das ist free win jetzt für ihn, oder was? Also, das Ding ist, Ami ist mir ein bisschen zu leise, aber ich glaube, ich habe einen echt guten Jumper gemacht, dass er absolut keine Ahnung hat, wo ich bin. Statement, Amir? Ich war leider noch auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wo er hingefahren ist. Amir, Statement? Ich toggle mich. Ja, Digga, du bist ein kleiner Cheater. Ey, Sio, das ist ein Helikopter, der ist wirklich ein bisschen bewegt. Ja. Ich schieße auf den Helikopter, ich treffe ihn fünfmal im Kopf und sage, ich hab dich, Russik. Er sagt nichts. Aber währenddessen ist das Auto eingeschieden. Aber sei mal ehrlich, wie gut war das? Dieser Diebstahl? Und weil du nach oben geaimt hast, dachte ich konnte jetzt einfach zum Auto rennen, weil du nach oben guckst die ganze Zeit. Und weißt du, wo ich jetzt, also ich bin hier schon weg und so weiter. Ja, ihr gebt ja auch, ne? Also ich bin auch nicht mehr im Auto, ich hab schon geparkt und so. Wisst ihr nicht mal. Aber wisst ihr, wo ich es geparkt habe? Jetzt kurz beiseite. Bei Ami in der Garage, bei ihm zu Hause, am Beach. Aber warte, ich bin in der Nähe. Ja, und ich komme. Oh, zählt nicht mehr. Ich bin schon längst weg. Ja, nee, dann würde ich sagen, Auto wieder zurück und du fällst aber kein Leben. Nee, alles gut. Ich habe euch hops genommen, meine lieben Damen und Herren. Wenn das wirklich meine Garage ist, hast du gewonnen von mir aus. Ey, du bist so ein Ekel. Es ist schön in deiner Garage, mein Lieber. Ich bin aber schon längst weg und so. Deswegen würde ich sagen, letztes Leben, letztes Auto. Wünsch mir Glück, Freunde. Let's go. So, meine lieben Freunde, jetzt gehen wir rüber ins Finale. Ein Leben, einmal Spaß haben. So, Officer Susie, Sie sind erstmal verhaftet. Hey, kannst du mal aufhören, so, mich einzusperren? Dein Auto ist erstmal weg, Ami ist auch erstmal weg und jetzt glaube ich in dieser Zwischenzeit das Auto. Hey, das darfst du nicht!
Ja, du darfst doch nicht einfach einen einsperren. Warum? Warum darf ich jetzt nicht einfach irgendjemand einsperren? Musik, du bist ja hier safe in der Nähe, ne? Dann kannst du mal gucken, was ich für krasse Dance-Moves drauf hab. Statement? Also erstens, ich muss ja in der Nähe sein, Bro, weil das ist das letzte Auto. Falls wie findest du diesen Tanz? So, bitteschön, hab's auch eingesperrt. Finde ich gut, Bro, also wirklich. Er aber hat Collision rausgemacht. Nee, das nicht. Ich hab's einfach jetzt komplett weggemacht. Guck mal, ich befreie sogar Sue sein Auto auf locker. BAM! Oha! Alter, die haben Mädels, Mann. Mann. Ihr tut die alle einfach Dinger. Ich glaub, er macht diesmal. Ey, warte, Sue, bleib doch mal stehen. Oh, Mann. Ja, okay, ich bleib stehen. Alter. Warte mal ganz kurz. Ey, eine Frage habe ich an euch. Guck mal, Sue an, bitte. Guck mal jetzt bitte, Sue an. Siu, ich dachte, du bist Officer, was flirtest du mit so vielen Frauen? Siu! Siu! Ich schalte das Auto ein! Warte mal! Wird gerade Sius Auto geklaut? Drei. Warte mal! Was passiert da? Guck mal, was da passiert! warte! Müssen wir damit sagen, Sius Auto wird gerade geklaut? Guck mal, sie haut mich! Hey! Oha, was passiert hier? Bro, Stuart Schlägerei mit Frauen. Bro, er kann nicht in sein Auto einsteigen. Das Auto eingestiegen. Schnell, hinterher, schieß auf die Reifen. Go. Bro, die Reifen sind schon platt, das zählt nicht. Ich hab repariert jetzt einmal. Ich hab einmal repariert. Jungs, ich fahr los, alle Reifen platt. Hab ich jetzt das Fairplay. Jungs, ich fahr los. Aber ey, wie lustig war das, dass ich Sue seine Mädels geholt habe, die ihn aus dem Auto rauswerfen. Und in der Zeit. Menschlich gesehen war das wirklich ekelhaft. Ja, der will Jump eklig machen. Hat er Jump geschafft? Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, ihr seid echt. Ich konnte eure Schatten sehen, wie schlecht ihr rüber in Jump seid, aber. Ich seh ihn. Ja, du siehst mich, ja. Der ist so schnell, ich komm gleich hinterher mit dem Tricksauto. Du siehst da mich. Ja, wo bin ich? Sag, erzähl, komm wieder. So eine Treppe hochgefahren. Treppe hoch. Ich fliege Autos. Fliegende Autos jetzt, ja, Jungs. Die sehen, der ist hier raus, Leute, ich bin voll verspätet gekommen. Digga, fliegende Autos, Würfelpark. Du hast es gerade mit fliegenden Autos gesagt und dann kommt genau in dem Moment ein fliegendes Auto. Oh, mein Motor ist gecrashed. Digga. Ey, dieses Auto ist Scam, Jungs, ich sag euch. Es explodiert doch einmal, crashen! Ich bin ungelogen einmal mit dem Auto gecrashed. Ich hab keine Ahnung. Ja. Digga. Wie soll ich denn weiterfahren? Bro! Digga, das Auto crasht nach einmal. Ey, Leute, ich habe irgendein Jailbreak das Auto, Leute. Erstens, das Auto crasht nach einmal. Zweitens, die haben irgendwelche Unsichtbarkeitsmobile, Leute, die dann erst sichtbar werden wegen Ding. Drittens, Digga, das kann doch nicht sein, dass nach einem Crash mein Auto explodiert. Leute, es ist, glaube ich, das unmöglichste Auto zu klauen. Wieso hast du mich jetzt getötet? Du bist weg vom Fenster. Digga, der hat dich einfach getötet als Officer. Digga! Ja, ist nicht schlimm. Einfach ein bisschen mehr Papier heute mal in Office hast du, ja? Ist eh nur Russisch. Ja, Digga! Ist nur Russisch. Ja, sehr gut. Digga, ich glaube, ich spinne, Alter. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Checkt gerne die Jungs ab, checkt die letzten Videos ab und bis zum letzten Mal. Ciao!